Hallo Freunde, willkommen zum neuen Video. Ja, es gibt einiges zu besprechen und ja, zum ersten Mal hat jemand in seinem Stream auf mein Video reagiert. Und zwar Halbzwilling gestern. Genau, und das MBT Crafting Table von Fan von Phasen wollte ich mir anschauen. Das war noch was, genau richtig. Kannst du mir einfach den Link, nee, du kannst den Link nicht posten, ne? Ja, warte. Fan von Phasen. So, toll. Ich will gleich zusammenschreiben. Ja. Und zwar hat er auf mein NVT-Crafting-Video reagiert und dabei meinte er so: Dieses Craft. Das Video ist so super, weil du hast halt so. Das ist wie als wenn du so einen Schulvortrag hältst, aber du überhaupt keinen Bock drauf hast. Das Video ist richtig gut, also ist richtig cool geschnitten und richtig super. Also ein richtig super Text und so, aber der Text ist einfach so abgelesen: so, ja, hallo Leute, ich zeige euch heute, warum das so unglaublich toll ist. Hier habe ich ein paar Graphen mitgebracht. Hier haben wir einen Pie-Chart. Deswegen können wir erkennen, weil das steht hier, deswegen ist es besser. Kauft mein Produkt. Ja, du musst so ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Passion dahinter stehen. Ich glaube, dann ist es nicer. Ja, und das will ich heute in dem Video mal probieren. Deswegen sagt mir doch mal einfach, wie ihr das findet, wenn ich so ein bisschen emotional spreche, ne? Und nicht so vortragsmäßig. Dass ich so monoton sonst immer rede, hat zwei Gründe. Zum einen nehme ich die Videos immer irgendwann nach Mitternacht auf und bin dann halt dementsprechend müde. Und zweitens, ja, habe ich mir auf einem Stichpunktzettel immer Narrator, aufgeschrieben. Naartes all. Narrator, auf. Und zweitens habe ich mir immer auf so einem Stichpunktzettel aufgeschrieben, was ich alles erklären und erzählen will, damit ich nichts vergesse. Und das lese ich dann eben mehr oder weniger ab, wie ich es auch im Stream geschrieben habe. Ja, ist abgelesen, dachte ich mir. Und ja, deswegen kommt da immer durch diese beiden Faktoren so eine Monotonie zustande. Heute nehme ich allerdings mal um eine humane Uhrzeit auf, nämlich um, Moment, 15.17 Uhr. Also heute um 16 Uhr schaffe ich das Video nicht mehr, das kommt dann wahrscheinlich morgen. Den ganzen Stream könnt ihr euch übrigens in der Videobeschreibung anschauen, beziehungsweise die ganze Reaction. Ich habe dort einfach mal den Stream verlinkt. Und zwar ungefähr bei Minute 42 fängt er an, auf mein Video zu reagieren und das Ganze geht ungefähr 10 Minuten lang. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr wollt. So, dann noch eine Ankündigung. Und zwar werde ich morgen oder übermorgen ein Update-Video zu meinem NVT-Crafting raushauen und am Tag danach, das heißt in 2 oder 3 Tagen, werde ich ein Pre-Release zum Download geben und die Commands euch zeigen, wie sie funktionieren. Das heißt, das Starter-Pack ist noch längst nicht fertig. Es gibt da noch viele Dinge, die gemacht werden müssen. Das erfahrt ihr dann aber auch morgen, beziehungsweise übermorgen, je nachdem. Und ja, dann zeige ich euch eben am Tag danach den Code und ihr könnt euch das Ding schon mal runterladen zum Probieren. Und ja, ist doch relativ cool. So, jetzt nachdem wir aber schon viel zu viel Zeit verbraucht haben, ich schätze mal so eine Minute oder so, kommen wir mal zum eigentlichen Thema des Videos. Und zwar möchte ich euch heute mal ein Pack zeigen, ein Datapack, das ich vor einer Woche, was rede ich da? Das ich vor einem Monat in einer kleinen Serie gecodet habe. Das Datapack ist meiner Meinung nach auch noch nicht fertig, also das kann man halt sehr weit erweitern. Aber das werde ich trotzdem hier drunter erstmalig zum Download geben, weil es doch für viele Server wirklich sehr nützlich sein kann und ihr das gerne benutzen könnt. Und zwar, wovon rede ich? Es ist das Permission Starter Pack. Das heißt, wenn ich einmal Reload eingebe. Okay, seht ihr nichts im Chat, weil ich da anscheinend noch keine Meldung reingemacht habe. Das mache ich nach dem Video noch. Auf jeden Fall ist es das Permission Starter Pack. Und mit dem Data Pack könnt ihr Leuten über Tags Permissions für bestimmte Befehle geben. Dafür gehe ich jetzt mal ganz kurz in den Game Mode. Na, mach mal ruhig Adventure. Beziehungsweise, nee, das kann ich dann auch zeigen. Egal, bleiben wir erstmal. Das erste wäre der Default Game Mode Command. Das heißt, ihr gebt Leuten den Tag Default Game Mode. Und wenn sie den haben, dann können sie Trigger Default Game Mode machen und dann Set zum Beispiel 1, dann wäre der Default Game Mode jetzt auf Creative Mode gesetzt oder 0, dann wäre es jetzt Survival Mode und so weiter, ihr kennt das ja. Dann habe ich den Command Difficulty eingebaut, das sollte auch klar sein. Difficulty Set 1, dann könnten jetzt hier gleich Monster spawnen, das kann ich auch mal ganz kurz demonstrieren. So, aber wenn ich jetzt die Difficulty auf 0 stelle, dann ist es wieder Peaceful. Dann haben wir den Data-Command nicht, logischerweise. Ja, den kann ich eigentlich wieder rausschmeißen, ich habe da was probiert. Aber das kommt vielleicht in einem späteren Update, aber jetzt auf jeden Fall erstmal nicht. Select ID komme ich gleich drauf zu sprechen, genau wie diese ID generell. Clear sollte klar sein, wenn ich Trigger Clear mache, zack, werde ich geclearet. Jetzt kommt XP, und zwar Trigger XP Set
1, dann gebe ich mir 1 XP. Oder wenn ich 50 stelle, dann gebe ich mir halt 50 EP oder XP. Ich habe dann damals noch keine Mechanik reingemacht, um XP wieder abzuziehen. Aber vielleicht kommt das noch. Das gleiche kann ich jetzt natürlich auch machen mit XPL. Set 1, dann add ich mir ein ganzes Level. Und ja, das nächste, was wir dann hätten, wäre Time. Time kann man leider noch nichts mit groß anfangen, weil man mit Execute Store noch keinen Scoreboard-Wert irgendwie in die Time umwandeln kann. Deswegen hatte ich das hier so gemacht, dass man zum Beispiel, wenn man es auf 1 setzt, dann ist das wie, wenn man macht Time Set Day. Oder wenn man es auf 2 setzt, dann wie Noon. Wenn man es auf 3 setzt, wie Night. Und wenn man es auf 4 setzt, wie Midnight. Das heißt, das können wir kurz zeigen, 2 ist dann Mittag, 3 ist Abend und 4 ist dann Mitternacht. Ja, ich setze das jetzt aber wieder auf 1. So, der nächste Command, den wir hätten, wäre der Kill-Command. Kann ich auch mal kurz zeigen. Trigger Kill. Und ich werde gekillt. Ja. Dann hätten wir den... Der List-Command ging, glaube ich, auch nicht. Ja, genau. Den Tag kann ich mir auch mal kurz entfernen. Dann den Set-World-Spawn. Den kann ich jetzt nicht groß zeigen, aber wenn man das halt triggert... Ich weiß nicht. Ich glaube, der ging sogar gar nicht. Es kann auch sein, ja, dass der World-Spawn-Command gar nicht ging. Und Game Mode, genau, das war das, was ich vorhin angesprochen hatte. Das war jetzt erstmal der letzte im Bunde. Der Trigger Game Mode Set 1, dann bin ich halt Creative Mode oder 2, dann bin ich Adventure Mode oder 0 für Survival oder eben 3 für Spectator. Na, ganz klar. So, jetzt kommen wir auf dieses Select ID zu sprechen, beziehungsweise generell auf diese ID. Was ist diese ID? Viele von euch kennen Halbzwilling, da bin ich mir sehr sicher. Und er hat ja letztens gezeigt, wie man eine UUID löst. Einfach, dass man einem Spieler eine Unique ID gibt auf dem Server. Bei dem ID-System ist es aber anders, das ist nur temporär. Das heißt, bei jedem Join wird die ID neu festgelegt. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Das heißt, ihr seht, ich habe gerade aktuell die ID 2. So, jetzt sind wir aber mal reconnected und haben hier jetzt einen anderen Spieler mit dem Wert 2, beziehungsweise mit der ID 2. Und sagen wir auch einfach mal, hier ist noch einer drauf mit der ID 3. So, wenn ich jetzt reconnecte, das heißt, Score Player Set at S, Leave Game 1, dann habe ich automatisch die ID 4 zugewiesen bekommen, das sehen wir jetzt im Tab. Jetzt habe ich die 1 zum Beispiel kaputt gemacht. Aber für diese Session, solange bis ich mich auslogge, habe ich jetzt halt die ID 4. Und jetzt habe ich quasi die 1 kaputt gemacht. Sagen wir einfach mal, die 1 ist jetzt geleftet. Und wenn ich jetzt neu joine, bekomme ich die ID 1. Sprich, wenn ich joine, bekomme ich immer jedes Mal die nächste freie ID von 1 an. Das heißt, wenn gerade keine 1 auf dem Server ist, kriege ich die 1. Aber wenn eine 1 und eine 2 da sind und eine 4, dann kriege ich die 3, weil die 3 eben frei ist zum Beispiel. So, und wozu man das Ganze jetzt kriegt, das zeige ich euch jetzt an ein paar Beispielen. Und zwar kann ich, wenn ich die Permission habe, das heißt, wenn ich den Tag Select ID habe, dann kann ich Trigger Selected ID Set 2 machen und damit habe ich jetzt diesen Armor Synth ausgewählt. Und mit kompatiblen Commands, das heißt mit beispielsweise Kill, kann ich die ID, die ich jetzt ausgewählt habe, killen. So, jetzt sollte ich den Armor Synth hier vielleicht mal wieder hinstellen, damit noch einiges zeigen kann. Und ja, und in dem Moment, wo ich einen Command ausführe, egal ob der jetzt damit kompatibel ist oder nicht, also mit dieser ID-Methode, dann wird das resettet. Das heißt, ich kann jetzt nochmal meine Selected ID auf 2 setzen, aber dann Trigger Time Set 1 zum Beispiel oder 2. Dann hat das natürlich mit dem, den ich gerade ausgewählt habe, überhaupt nichts zu tun, aber trotzdem wird die Selected ID zurückgesetzt, einfach zur Sicherheit. So, wenn ich gerade keine ID Selected habe, dann wähle ich immer mit den Commands mich selber aus, aber wenn ich eben eine Selected habe, dann immer denjenigen, den ich eben Selected habe. Das heißt, wenn ich jetzt meine Selected ID auf 2 gesetzt habe, dann Trigger Clear eingebe, dann wird der Armor Stand geclearet. Ich weiß bloß gerade gar nicht, ob das mit Armor Stands funktioniert. Das können wir mal eben kurz ausprobieren. So, nochmal. Ne, funktioniert leider nicht mit Armor Stance, aber ich habe das damals probiert und ich weiß, dass das funktioniert. Und das ist ziemlich cool, finde ich. Das heißt, ihr könnt Leuten die Berechtigung geben für die einzelnen Befehle und wenn ihr denen eine spezielle Berechtigung gebt, dann können sie diese Befehle auch an anderen Spielern ausführen. Und ansonsten können die sozusagen nur von sich selbst den Game Mode ändern oder sich selbst clearen oder killen oder was auch immer. Ja, soweit dazu. Das war's jetzt erstmal mit dem Video. Sagt doch, wie ihr dieses System fandet.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hatte mir nämlich diesmal, ja, wie ich es gesagt habe, kein Skript geschrieben. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Den Download findet ihr in der Beschreibung, falls ihr euch das ziehen wollt. Bis zum nächsten Mal und ciao.